Hallo, liebe Freunde des Schlachtens und Abstechens und Niederhauens im alten Japan. Shogun 2 Multiplayer. Wir spielen auf Gummafeld und der vereinigte VMS-Clan, vertreten durch Alpi, Toki und Victor, spielt gegen eine bunte Mischung aus Floki, aka Meepus Ronin vom One Clan, Hero of Belgium und Anleitung vom Clan Idas of March, IDE. Ja. Gummafeld, die Map, ziemlich flach, ziemlich viel Wald. Zwei entscheidende Dojos hat es hier. Bogen-Dojo ist nicht so entscheidend, aber das Schwert-Dojo ist entscheidend. Wie immer, weil 3 gegen 3 etwas unübersichtlich ist, werde ich euch diese Schlacht aus zwei Perspektiven zeigen. Zuerst aus der Perspektive vom Victor und vom Toki. Die beiden haben Anleitung und den Hero of Belgium als direkte Gegner. Und dann aus meiner Perspektive, ich bin hier drüben und ich kämpfe gegen Floki. Macht insofern Sinn, weil das Spiel zwischen mir und Floki eigentlich eher ein 1 gegen 1 ist hier hinten und dass die anderen, weil die anderen 4 sich hier doch ein bisschen unmittelbarer eigentlich aufs Maul geben. Ja, wir gehen ganz kurz über die Setups. VMS, wir machen hier einen klassischen Rush eigentlich. Einfach erklärt, ich kann es auch langsam vorlaufen lassen. Also Victor, er hat Naginata Samurai Level 8, dazu Schwertbegleiter und Kavallerie, hat noch, glaube ich, noch Yari Samurai und einen Kugelsichern, also reines Speer-Rush-Bild. Toki, er hat Katana Samurai und Nodachis, dazu große Garde und noch viel Kavallerie mit einem Führerschaftsgeneral, also Schwertrush mit starker Kavallerie. Ich auf meiner Seite habe ebenfalls Nodachis, Katana Samurais, große Garde und viel Kavallerie, also auch hier Schwertrush mit starker Kavallerie und einem Führerschaftsgeneral. Also wirklich ein richtig deftiger Rush hier von unserer Seite. Macht auch Sinn auf Gummafeld, wie ich finde. Das ist eine gute Rusher-Map. Unsere Gegner haben eigentlich sehr durchmischte Setups. Anleitung hat viel Kavallerie. Er hat Kriegermönche. Er hat Lunden und er hat Begleiter. Also hat eigentlich vor allem ein Speerbild mit Lunden und starker Kavallerie. Sein General ist ein Bogengeneral. Ähnliches Setup eigentlich beim Hero of Belgium, auch er hat Lunden, Yari Samurai hat noch Wukus mit dabei, Katana Samurai hat er hier noch, leichte Kavallerie, ja sehr durchmischtes Setup, auch hier eigentlich Speere, Schwerter, Kavallerie. Und beim Floki auf der anderen Seite, da kommen wir später dazu, das kann ich euch nachher noch erklären, weil ich zeige euch die Schlacht zwischen dem Floki und mir dann noch in der Spezialperspektive. Also im Wesentlichen kann gesagt werden, auf der einen Seite haben wir Rush, auf der anderen Seite haben wir eher ausgeglichene Setups mit Lunden. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ob die Jungs hier dazu in der Lage sind, unseren Rush zu bremsen. Beim Rush kommt's auch, ist auch ganz einfach im Prinzip die Taktik, die wir hier fahren müssen. Wir müssen einfach so schnell wie möglich diesen Rush hier ins Ziel bringen. Und wir dürfen uns nicht totschießen lassen von den Lunden und wir dürfen uns nicht blocken lassen. Ja, wir lassen jetzt mal laufen. Also ich zeige euch das, wie gesagt, zuerst hier aus der Perspektive vom Victor und vom Toki. Ihr seht, Anleitung zieht sich schon mal zum Hero of Belgium ein bisschen zurück hier drüben. Vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee, was ihr hier macht, weil auf die Art und Weise überlässt er natürlich das Dojo, das Schwert-Dojo, was das wichtigste Dojo ist im Spiel, das überlässt er einfach dem Toki und dem Victor. Und das ist ein sehr wichtiges Dojo, weil wenn wir dieses Dojo haben, dann wird es noch schwieriger für sie hier, um überhaupt was zu machen. Und Anleitung, jetzt schickt er hier Naginata-Begleiter rein, aber ihr seht auch, dass der Victor hier drüben über die Flanke kommt. Jetzt kommen die ersten Salven, Anleitung und Hero of Belgium schicken relativ billige Kavallerie hier in die Nodachis von Toki. Da hat er auch nicht so aufgepasst, der Toki, aber das kann auch mal passieren. Und die werden jetzt hier in der Mitte angecharged. Ihr seht es aber auch, Victor macht hier drüben eigentlich eine schöne Flanke. Und Anleitung versucht, diese Flanke hier drüben zu halten. Im Zentrum verlieren sie jetzt einmal schon mal ihre Kavallerie, die sie reingeschickt haben. Hero of Belgium kommt mit einem Gegencharge hier mit den Katana Samurai, die er hat. Toki auf seiner Seite, hier bereits im wildesten Getümmel. Kommt aber eigentlich schon ziemlich gut durch hier, würde ich sagen. Auch wenn er ein paar ziemlich deftige Charges gekriegt hat von Kavallerie. Victor bleibt auch so ein bisschen gepinnt hier in der Mitte. Das ist ein totales Durcheinander. Aber eigentlich lässt sich leicht erklären. Ich meine, im Prinzip geht es nur darum, der Rush muss einfach durch. Anleitung lässt die Lunden hier weiter feuern.
Ja, ist vielleicht jetzt auch nicht. Ja. Anleitung deckt hier drüben eigentlich ab, wobei ich finde, das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Da hätte er vielleicht noch ein bisschen was hier rüber schicken können, damit es im Zentrum nicht zusammenbricht. Aber eben, ist immer einfacher gesagt als getan in solchen Situationen. Jetzt kommt Victor hier auf seiner Seite ebenfalls in die Formation vom Anleitung rein. Ihr seht hier die Naginata Samurai, die kommen jetzt rein. Und die können auch die Lunden pinnen. Hier, die Lunden werden sehr spät zurückgezogen. Oh, da verliert er die Lunden. Eieieiei. Das war nicht so wahnsinnig gut jetzt hier. Die flieht. Flieht diese Lundeneinheit? Hier flieht alles. Krass. Also da hat er doch einen ziemlichen Zusammenbruch gehabt hier auf dieser Seite der Flanke. Und Victor kann jetzt hier eigentlich schön rüberziehen und kann rüberrollen. Toki, der ist hier im Stand and Fight. Der Hero of Belgium hat sich hier gut halten können gegen den Toki. Auch wenn sich Toki hier ebenfalls durchgesetzt hat eigentlich. Und ihr seht, es dünnt sich schon ziemlich aus hier. Die konnten die Linie eben nicht halten. Sie konnten auch nicht dieses Kiten eigentlich machen, was man vielleicht hätte machen müssen, nämlich die Lunden zurückziehen. Ist aber auch schwierig auf der Map hier, weil es gibt wirklich, es gibt keine Choke Points. Man kann sich hier nirgendwo richtig, wie soll ich sagen, einigeln und verbergen. Und jetzt rollt natürlich der Toki hier auf seiner Seite, der Victor auf seiner Seite den Anleitung auf. Die Aris Sam, die können schon noch ein bisschen was halten. Aber jetzt wird es schwierig, weil der Moraleffekt kommt auch schon zum Tragen, weil unsere Armee, ja, wir haben einfach viel weniger Verluste. Und jetzt wird der General vom Anleitung hier gecatcht von dieser leichten Kavallerie. Der Bogengeneral. Muss er ihn zurückziehen und muss fliehen. Und da bricht jetzt eigentlich alles zusammen. Das haben sie schön gemacht, die beiden hier. Wirklich mit dieser Flankenbewegung eigentlich um dieses Dojo herum. Wo sie dann, vor allem Victor, wo er dann wirklich einfach den Anleitungen aufrollen konnte. Toki in der Mitte. Die Mittelposition ist immer so ein bisschen undankbar beim 3 gegen 3. Ist aber sehr, sehr wichtig. Weil er muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Ganze hier hält. Jetzt komme ich noch mit Kavallerie nach hier drüben und unterstütze ebenfalls zusätzlich. Ja, und da ist die Sache eigentlich gegessen. Und ihr seht auch, die Generäle, die sterben jetzt so langsam. Ja, schöner Rush. Schön ins Ziel gebracht. Und wie gesagt, wir machen an dieser Stelle einen Cut und ich zeige euch noch die Schlacht aus meiner Perspektive. Ja, bis gleich. So, und weiter geht's in diesem 3 gegen 3, respektive Teil 2. Nachdem ihr die Schlacht von Toki und Victor gegen Anleitung und den Hero of Belgium hier drüben gesehen habt, zeige ich euch noch mein Aufeinandertreffen mit meinem Gegner. Und mein Gegner, das ist der Meepus Ronin. Und der hat ein ganz interessantes Setup, finde ich. Feuerkavallerie hat er, leichte Kavallerie. Der hat ein sehr ausgeglichenes Setup. Hat eigentlich ein Kaita-Setup. Hat Wukus, Yari-Kavallerie, noch mehr Yari-Kavallerie, leichte Kavallerie. Der General ist ein Führerschaftsgeneral. Er hat eine Bogenkavallerie, Level 1. Dann hat er Yari Ashigaru. Er hat Lunden, er hat Naginata Samurai. Lunden Kriegermönche, Yari Ashigaru, Lehnschwert Ashigaru, Naginata Samurai. Die Lehnschwerter sind Level 9, das ist im Moment sehr, sehr beliebt, mit Banzai. Also, er hat eigentlich eine sehr, sehr durchmischte Armee. Im Vergleich zu mir, ich habe überhaupt nichts durchmischt. Ich habe einfach einen Schwertrush. Habe Naginata Begleiter als Meatschilde, dann habe ich Nodachis Level 6 und ich habe Katanas Level 7. Dazu habe ich Yari Kavallerie, leichte Kavallerie und große Garde, das jeweils in zweifacher Ausführung. Und einen Führerschaftsgeneral, die große Garde ist auf Level 4 geskillt. Ja, und das ist ganz interessant hier drüben. Wir haben uns so ein bisschen abgesondert. Toki schickt mir hier noch 2 Einheiten Kavallerie zur Unterstützung. Das war eigentlich ein 1 gegen 1 hier drüben, weil die Schlacht hat eigentlich weitgehend losgelöst stattgefunden vom Hauptaufeinandertreffen von den anderen beiden, was ihr schon gesehen habt. Das Dojo jetzt auch nicht so wichtig, Bogen-Dojo zumindest aus meiner Sicht nicht, weil ich meine, mein Ziel hier relativ einfach. Ich muss den Rush reinbringen, ich muss gut supporten mit der Kavallerie und den Floki auf die Art und Weise einfach wegdrücken. Er hat ziemlich viel Fernkampf, er hat auch die Bogenkavallerie, er hat viele Speere, mit denen er mich blocken kann. Also ist kein ungefährliches Setup eigentlich gegen einen Schwertrush. Ja. Die Lunden schießen jetzt mal primär auf die Naginata-Begleiter. Das ist auch der Vorteil, wenn ihr wirklich diese Meatschilder nach vorne schickt. Dann, ja, dann fahren eben die Lunden nicht so starke Verluste ein. Die Nodachis sind jetzt schon mal im Ziel. Gleichzeitig habe ich hier drüben auch mit der Kavallerie
meinen Gegner angecharged. Ihr seht hier, tobt der Kavalleriekampf. Ich komme jetzt noch mit der leichten Kavallerie und jetzt sieht man sie eigentlich ziemlich schön. Jetzt hat sie ja bereits Löcher. Ja. Also Floki schickt seine Kavallerie hier rüber und jetzt gibt es hier ein Loch. Und das muss man eigentlich ausnutzen, das mache ich auch. Schick hier die große Garde und die Yari-Kavallerie und vor allem die große Garde, die ist jetzt ganz entscheidend. Also die große Garde und die drückt jetzt hier durch dieses Loch und jetzt seht ihr es. Das ist ein ganz entscheidender Moment, weil jetzt komme ich hier mit der großen Garde und charge eigentlich in seine Lunden und in seinen Rücken rein. Und das wirkt sich verheerend aus auf die Moral seiner Armee. Ihr seht, es bricht hier zusammen. Und da nützt ihm eigentlich diese ganze Banzai-Power und alles, was er hat, nützt ihm überhaupt nichts mehr, weil dieses Durchdrücken mit der großen Garde durch die Mitte, durch dieses Loch, das war ganz, ganz entscheidend. Der verliert jetzt hier wirklich gleich alles. Hat noch eine leichte Kavallerie, die er bringen kann, aber das hat er bereits verloren, dieses Aufeinandertreffen der Floki. Er hat hier wirklich nicht, war hier nicht dazu in der Lage, diesen Rush zu stoppen. Ich meine, der Kavalleriekampf, die große Garde, die räumt halt eben auch auf mit Yari-Kavallerie und leichter Kavallerie. Da ist nichts zu wollen. Ja, und der General von Floki steckt hier in einem ziemlich aussichtslosen Kampf gegen meine Schwerter, den er verlieren wird. Ganz klar verlieren wird. Mein General ist im Standfight. Hier drüben sieht es noch ein bisschen besser aus, weil hier konnte ich mich nicht durchsetzen gegen seine überlegenen Einheiten. Aber das ist eigentlich auch egal. Die Bogenkavallerie hat er immer noch, mit der schießt er immer noch. Auf meine große Garde und auf die Yari-Kavallerie. Aber ist eigentlich auch egal. Weil das wird nichts mehr werden hier. Er hat seinen General verloren. Verliert jetzt hier auch seine letzten Einheiten. Große Garde setzt zum Charge an auf die Bogenkavallerie. Die kommt nochmal davon. Ja, und jetzt tobt es hier weiter. Ich habe immer noch Kavallerie, er hat keine Kavallerie mehr. Und jetzt wavert es nur noch und alles rennt weg. Und das war ein schön durchgedrückter Rush, wie ich finde. Hat den netten Effekt natürlich, wenn er hier jetzt weg ist, dass ich gleichzeitig auch noch ein bisschen supporten kann. Erwische jetzt auch hier die Bogenkavallerie zusammen mit dem Toki. Boah. Und was hier hinten passiert ist, das habt ihr ja schon gesehen. Also hier räume ich einfach noch auf mit dem Floki. Das ist nur noch eine Naginata-Samurai-Einheit, die noch am Leben ist. Und unterstütze hier noch so ein bisschen mit der großen Garde. Fahre noch ein paar Kills ein. Und hier haben sich ja die beiden anderen Jungs zu dem Zeitpunkt... Ja, die waren aber eigentlich noch... Da war noch einiges da vom Anleitung. Jetzt bricht es so langsam weg. Auch der General war noch da vom Hero of Belgium. Und ihr seht auch hier die Distanz, also es war wirklich das hier hinten, das war ein richtiges 1 gegen 1, weil das hat an einem ganz anderen Ecke stattgefunden von dieser Map. Das war aber letztlich auch gut so, weil, ja, der Floki konnte hier eigentlich nicht groß seine beiden Mitspieler unterstützen im Kampf gegen diesen Rush. Und damit ist die Sache auch gegessen. Ja. War ein interessantes Zusammentreffen, wie ich finde, eben von Rush gegen ausgeglichene Armeen. Und ist halt schon so, dass das Rushen auf diesen flachen Maps, das ist sehr, sehr effektiv. Es ist einfach sehr, sehr effektiv. Es ist nicht die micro-intensivste Variante, wie man dieses Spiel spielen kann, aber es ist einfach effektiv. Die Kills, ich habe 1370 Kills gemacht, Toki mit 1207. Victor 1320, Floki 835, Hero of Belgium mit 1064 und Anleitung mit 591, der da auf einer Flanke ziemlich auseinandergenommen wurde. Statistik vielleicht nochmal anschauen. Ja, bei mir die große Garde. Hau drauf und Schluss mit 187 Kills und dann natürlich die ganzen Katanas, die Nodachis, Yari Kavallerie, große Garde. Die haben alle ziemlich gut Kills gemacht. Beim Floki, bei dem war es ein bisschen schwieriger. Die Lehnschwerter haben über 100 Kills gemacht, sonst ist er eigentlich ziemlich gefressen worden durch meinen Schwertrush. Hero of Belgium, immerhin Katanas über 200 Kills. Ja, die unsichtbare Slachter, die Buku-Kämpfer, ein geiler Name. Ja, auch hier halt die Lunden haben nicht viel gebracht. Yari Sam sind zwar günstige Einheiten. Die Lunden mit 55 Kills. Ja, um richtig zu blocken, war das vielleicht zu wenig mit den Naxams. Victor, der Kugelsichere, mit 189 Kills. Die Naxams ebenfalls gut mit dem Rennen.
wirklich einfach, ihr seht das beim Rush, das ist auch so typisch, das typische Bild eigentlich, dass wirklich die Infanterie einfach sehr, sehr viele Kills einfährt. Die Kavallerie ist auch wichtig, aber sie supportet in der Regel eben mehr. Sie beschützt die Schwerter und die Speere, die im Rush mitgehen. Toki 160 Kills, auch hier viele Einheiten über 100 Kills. Ja, auch seine große Garde, very, very good one pound fish. Very, very cheap one pound fish. Was hat er hier noch? They retaking the Hobbits Tosen Guard. Mein Gott. Ja, Toki ist sehr kreativ, was die Namensgebung angeht. Go, go, Gadget, Obukake. Ja. Ja, und bei Anleitung, ja, Kriegermönche, da hat nicht viel gepasst bei ihm in diesem 3 gegen 3. Ja, aber war trotzdem ein schönes Spiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Traupi.